auch nicht so toll aus wie weiß. Aber wenn wir später die richtig guten USB-Module haben und kaum noch Stromprobleme, weil überall Solarpanels sind, dann sollte das mit Eisen und Kupfer auch wieder gut hinhauen. Aber bis dahin werde ich eine ganze Weile rumkrebsen bei so niedrigen Werten. Was ein wenig schade ist, aber na gut. Rote Tränke habe ich mich ein wenig verschätzt anscheinend. Ich hätte gedacht, wir hätten einen größeren Puffer. Aber die Enemy... Ach, Problem. Ja, doch kein Problem. Es wird alles hier aufgefressen. Aber das braucht noch richtig viel. Kann das sein? Ja. Mist. Oh, mal hier. Ich klaue noch mehr Kupfer. So. Okay. Und wenn die 114 fertig sind, kann ich die später mal hier reinschmeißen, um das Ganze so ein wenig zu entlasten. Aber jetzt Roboports und so. Also einen Roboport habe ich noch dabei. Und einen zweiten kann ich dann im Anschluss bauen. Rote Chips habe ich leider... Was? Rote Chips will er nicht nehmen, weil genug im System sind. Wie viel haben wir denn im System? 619. Ja, da hat er recht. Dann sollte ich nicht mehr nehmen. Ich sollte sie einfach so anfordern. Auch wenn wahrscheinlich nie noch Roboter dazu kommt, sie mir zu geben. Aber ich kann sie ja trotzdem mal anfordern. So, zurück nach Osten. Bist du fertig? Ja, du bist fertig. So, das hier kann weiter weg. Natürlich wird es dunkel. Ich sollte auch anfangen, hier Stromdinger zu, Lampen zu verteilen, meine ich. Jeder zweite Pol irgendwo. Das geht nicht auf. Mach einfach da, wo Platz ist, Licht hin. Ah. Blub, 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 blub. Die Sachen werden nach und nach gesetzt. Ein Roboport bitte auf maximaler Reichweite. So. Das weg, das weg. Weg, 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 weg. Weg und dann können wir hier die nächsten Blueprints rumknicken, sobald es erstmal frei ist. Und derweil helfe ich ein wenig nach. Wenn die Roboter ja doch ein bisschen brauchen. Außerdem kriege ich Biomasse. Die ich auch mal hätte in eine Kiste hätte schmeißen sollen. Ich glaube, es ist jetzt zu spät. Dahin. Hier muss ich jetzt das wegmachen. Und die Mauer von Hand setzen. Abstand war 1, 2, 3, dann kam die erste Mauer. 1, 2, 3, dann kam die erste Mauer. Wobei ich auch erstmal nur die erste Mauer brauche. So. Und das Blueprint, kann ich das jetzt einfach so hinpappen? Mal gucken. Wo ist der Pole? Da ist der Pole. Und das geht nicht, weil die ganzen Bäume noch im Weg sind. Ja, okay. Jetzt. Flop. Ja, super. Das heißt, hier wird noch von Hand das hingebackt und ich kriege doch meine roten Chips. Das ist nett von euch. Ganz obere Mauer. Ist jetzt komisch, dass ich sie erst setzen musste und jetzt wieder abreißen. Aber bitte einmal die obere Mauer komplett abreißen. Hier. Die nutzen wir erstmal, um die innere komplett rumzumachen. Dann können wir die später nochmal neu setzen. Damit die Roboter auch immer schön was zu tun haben. Das heißt, das hier... Mal einfach mal weg. So. Weep, weep. Vier Türme schießen. Alles gut. So, bau ganz, ganz viele davon. Brech den Roboport ab, weil wir haben jetzt inzwischen die Teile dabei. Und dann kann ich hier jetzt aufschütten. Dum, 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 dum. Das heißt, ich mache mich hier mit so einem kleinen Rahmen. Kleines gut. Das müsste jetzt die äußere Ecke sein. Und hier irgendwo ist die andere äußere Ecke. Hallo Fischi.
So, genau, hier ist die andere äußere Ecke. Erstmal das hier weg. Blub, da haben wir schon mal recht viele verballert. Ja, wir kommen noch was über. Dann gehe ich nochmal nach oben und gucke dann von oben aus, wo die Poles. Achso, da sind die Poles. Okay, das heißt hier so. Und alles, was zwischen diesen beiden Strichen ist, muss theoretisch aufgefüllt werden, damit genug Platz da ist für sowohl die Poles, also die Türme, als auch Mauern. Und das wäre eine Idee. Man macht einen großen, also nimmt einen großen See, so wie den hier, und macht einfach dazwischen drin so ganz kleine Stege. Dann kann man rechts und links immer die Fische rausholen. So eine Fischfarm quasi. Und habt ihr bald mal diesen kleinen Turm. Was da kaputt? Kommt mit auf die Prioritätenliste. Nach und nach dafür sorgen, dass wirklich alles in der Basis mit mindestens 3-4 Sniper-Türmen abgedeckt ist. Weil ich bin einfach viel zu wichtig und faul, der Mail zu laufen. Bau den da. So. Ich komm hier. Bau Sniper-Türme. Ach, jetzt ist vorbei. Jetzt, wo ich mich schon auf den Weg gemacht habe. Ah. Du, Lenfel. Lenfel. Roboter haben jetzt 128 durchgehend beschäftigt. Können wir noch ein paar mehr bauen, hm? So, und die 114 Tränke wollte ich auch noch abkönnen. Da. Ja, doch, das geht gut. Das geht gut. Ein paar hinterher und dann müsste ich eigentlich irgendwas erforschen, was keine roten Tränke braucht. Was schwierig wird, damit sich das hier erstmal schön puffern kann. Ja. So, was fehlt alles? Es fehlen 13 Türme davon, 9 Türme davon und ein paar Lichter. Okay. Oh, die Biomasse. Schmeiß Biomasse. Da rein. Einmal auftanken bitte, weil ich krieg sonst gleich wieder Schaden. Da sagt mein Schild. Ja, Essen ist das Problem. Helmet. So. Was wollte ich noch alles machen? Inventar aussortieren? Ja, ich müsste eine Automatisierung bauen für die Türme. Das kann ich ja mal anleiern. Wir haben da eigentlich schon genug Fabriken rumstehen. Nimm einfach eine von den Fabriken. Sagen wir mal die hier. Du stellst bitte her den. Was? Den 5,56er, genau. Und du nimmst bitte den 12,7er. Und ihr braucht beide das gleiche? Zahnräder, ne? Ja, braucht ihr. Interessant. Schraub das ein bisschen höher. So, Shift rechts, Shift links und beschränkt euch mal auf auf 3 Stacks. Das müssten hier in 15 Türme sein. 15 Türme jeweils. Starthilfe. Ja komm, geht mal eine kleine Starthilfe. So, so. Zahnräder. Go. Und da auch noch Licht. Licht wurde ebenfalls angefordert. Wird zwar nicht so oft zerstört, aber kann jetzt auch nicht schaden. Problem beim Licht ist allerdings, dass wir vorher Eisenstangen herstellen müssten. Das ist automatisiert auch nochmal ganz kurz. Das heißt, du hättest gerne Eisenplatten. Ist beschränkt auf 2 Stacks. Du hättest gerne das da alles. Und dass es endlich fertig ist. Versuche mich dran zu erinnern, später das nicht nochmal zu erforschen, außer ich habe sehr gute Puffer, was Ressourcen angeht. Weil das war jetzt doch ein wenig lästig. So. Und jetzt wollte ich irgendwas erforschen, was nicht so viele rote Tränke braucht, ne? Ja, war gut. Ein Observer. Short Range Radar. Construction thoroughly scans a small area around the radius of 32 Zells.
Can detect enemy acid bombs. Das klingt sehr gut. Kostet aber auch mal eben 100 rote Tränke. Ich denke aber trotzdem, dass ich darauf warten werde. Also kurz die rote Tränke-Produktion erholen lassen und dann haut das schon hin. Euch schmeiße ich mal raus. Und bei den Türmen kann ich eigentlich gleich mal meine reinschmeißen, oder? Die da. Und die da. Stopp. Nimm den gleich wieder raus. Ich kann den nämlich auch einfach hier setzen. Dann hätte ich hier oben schon mal ein Problem weniger, was die Viecher angeht. Also setzt man da. Das geht nicht auf. So. Jetzt da mal einen hin. Zwei Stück. Du nimmst bitte die MG-Munition. Rechts, Shift links. Jeweils fünf Stück. Okay, hätten wir hier schon mal Abdeckung. Dann hier bei der Ölgeschichte habe ich noch gar keine. Auch schön zwei. Ich brauche eine blaue Kiste. Brauche blaue Kiste. Du ein, Shift links, Shift links. Da, dann hau ich hier auch nochmal zwei hin, dann sind sie schon weg. Dann könnt ihr euch mal aus derselben Kiste bedienen. So, Shift links. Und da unten links ist ein Angriff. Das größte. Ich bin aber ziemlich schnell tot. Pearl. Aber war ein etwas größerer Angriff mit Titualisten dabei und allem. Aber es reicht bei weitem noch nicht, um unsere Verteidigung zu knacken. Was mich ein wenig irritiert. Denn diese Türme haben wir jetzt schon seit ganz schön vielen Folgen und trotzdem halten sie noch. Das ist ein wenig komisch, aber gut. So, wie schaut's hier aus? Petroleumgas ist genug. Leichtöl nicht so wirklich. Schweröl auch nicht wirklich. Dafür haben wir recht viele blaue Chips. Wobei ich die nicht mal alle mitnehmen sollte. Ich habe schon 100, du brauchst sie nicht. Woran hapert's bei euch gerade? Am Öl. Das Öl ist aber schon angeschlossen, oder? Wo kommt das von drüben? Da, nach da, nach da, nach da, nach da. Ja, scheint zu kommen. Trotzdem prüfe ich das mal ganz kurz. Da, 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 da. Ja, Pumpchecks sind fleißig am Pumpen und bringen es da rein. Haben auch schon alles, Bikmule. Ja, schaut so aus, als müsste ich Richtung Süden auch bald erweitern. Damit wir die Ölquellen da bekommen. Aber eins zur Zeit. Ne? Also, ich mache jetzt eh schon viel zu viele Sachen auf einmal. Da sollte ich nicht auch noch damit anfangen. Aber apropos viel zu viele Sachen auf einmal, schnappt ihr noch mehr Kupfer und Eisen. Für noch mehr Roboports und dann bastel ich weiter oben an der Erweiterung. Nicht so. Hier. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Habe ich Roboport auf Tasche? Ja, ein. Das ist okay. Ich brauche Steine. Für das ganze Landfill. Ich könnte die jetzt von den Robotern anfordern lassen, aber mal ehrlich, die sind jetzt schon total. Oh oh. Total überfordert. Jungs. Bau. Das war der falsche, glaube ich. Stopp. 12,7. Mache ich mal jetzt hier mit Blueprints. Da, da, da. Und hier die Sniper-Blueprint. Dann sollten die gesetzt werden. Weil hier ist gar keine Robo-Abdeckung, ne? Ne. Dann mach doch bitte mal hier einen Roboport hin.
Weil wenn hier Türme zerstört werden, dann müssen die immer ersetzt werden. Das ist vollkommen egal, wo das ist. So, genau, zurück zum Thema. Ich wollte, beziehungsweise ich werde in der nächsten Folge wahrscheinlich eher ganze Stein einsammeln, der so rumkreucht und fleucht. Und daraus dann Lenfel machen. Und die Steinziegel, die wir ja auch irgendwo noch haben, werden dann zu Mauern verarbeitet. Wobei das eigentlich einigermaßen hinhauen sollte. War hier nirgendwo Stein? Da ist Stein. Da kann ich das Minending auch schon mal umsetzen gleich. Und zwar von da nach da. Das kommt alles mit. Sehr gut. Landfill. Landfill. Und es sind schon mal 50 Stück da in Arbeit. Und da finden wir nächste Folge auch noch mehr. Also bis gleich.